Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von Infrakta. Ich bin wie ein Total War Warhammer. So. Men, war calls. Und wir haben jetzt Spaß mit denen hier. Also manchmal lädt so eine Schlacht irre schnell. Mal ist es okay. Und manchmal sitze ich hier vor dem Computer und denke, das kann nicht wahr sein. Was macht denn das Spiel? Und das hat nicht unbedingt was mit Städten zu tun. Also am Anfang habe ich gedacht, naja gut, das liegt vielleicht daran, dass er gerade eine Stadt laden möchte oder so. By Ulrich's wrath! Very well! Sir! Yes, General! The command is mine! Ach so, der hängt... Ach, der schwebt ja eh in der Luft. Gut. Bringen wir den aber besser mal. Truffschieße, Truffhau, das kann man gegen das Chaos machen. Reichsguard Knights! Eure fliegenden Einheiten erlauben euch einige Flexibilität. Charge!
Leaders! Sigmar commands! Outriders! Charge! Rexguard Knights! For Ulthor! Wo ist der Anführer? Da ist er. Charge! By Ulrich's Rock! Yes, sir! Outriders! We serve the Emperor! Swordsman! Yes, sir! Yes, Black General! Powder blast! Sauberer Schuss, oder? Tatsächlich. Gott, der Imperator hat den Anführer platt gemacht. To battle! Moving now! For Heldenhammer! The Empire endures! Was macht denn eigentlich der Imperator? Ach, der chillt! Alter! Kriegst du nicht mehr, die Trolle, aber egal. Ja, trotzdem hat die Armee wieder ein bisschen gelitten. Hellstorm Rocket Battery! For Heldenhammer! To me, man! Die werden wir nach Wolfenburg ziehen, die beiden Armeen, damit die dort sich ein bisschen erholen können. Na gut, es ist ja immerhin trotzdem das Chaos und sie haben ja trotzdem einen Haufen Trolle dabei gehabt. Oh. On way. Go. Das müssen wir noch besprechen, Jungs. Das müssen wir ganz dringend besprechen. Sigma! Ja, aber ich denke, das können wir jetzt gut sein lassen. Nur der Imperator darf denn noch ein bisschen Spaß haben. Also wirklich viel Erfolg hat er damit aber nicht. Ah doch. Nee, die stehen alle wieder auf. Let's go! Wir sollten vielleicht die Panzer den Job machen lassen. Okay.
Ich sehe schon, dass meine Artillerie einen Haufen Spaß damit hat, Chaoskrieger zu beschießen. Ja, aber A, wir haben den Anführer erschlagen, was wichtig war, und wir haben seine Armee doch ordentlich dezimiert. Die braucht ein bisschen, bis sie wieder auf den Beinen ist. Aber die Trolle waren schon hart, wie die sind in die imperiale Infanterie eingeschlagen wie Granaten. Da war das, der nur 430 Kämpfer hatte, aber fast ebenso viele von meinen erledigt hat. The nation calls. Pick up the pace. So I will marshal the men. Nein, ich kann jetzt zu den anderen zurückkehren erstmal. On march! Ach, eine Fahne wurde erobert, genau. Ein Talapheim. Ja, warum nicht? It is time. Your demise is certain. Boah, die müssen wir halt nochmal schlagen. Aber sie ist schon mal ganz gut geschwächt. Die waren auf meinem Talabek. Das ist mein Fluss. Ist ja die Frage, können die darauf entkommen? Direkt in Talapheim steht ja eine Garnison. Ah, die Zwerge jagen die Tiermenschen. Ja gut, dann können die das gerne übernehmen. Ich drängel mich da nicht vor. I will marshal the men. Eigentlich kann die Armee schon wieder marschieren. Die können ja auf dem Weg irgendwie sich erholen. By the comet! Right! To the provinces. The nation calls. Oh, halt. Onwards!
Dann gehen wir auf imperiales Gebiet. So. Moving off! Moving off! I am Prince and Emperor. Yes? Raise Sigma. Asinine mortal. For Heldenhammer! Fight for our nation! Stimmt, ich habe gar keine Seeschlachten geschlagen bis jetzt. Gibt's das hier überhaupt? Gibt's hier Schiffe? Also Flottebau habe ich nirgendwo gesehen, das gibt's scheinbar gar nicht. Aber ich meine, wenn Schiffe aufeinandertreffen. Praise Sigma. What does the Emperor bid? On march! Yes, my lord. Aber eigentlich könnte ich den jetzt auflösen. Ich brauche den eigentlich nicht wirklich. Und die Truppen, die er hat, brauche ich eigentlich auch nicht wirklich. To the provinces. Now. What? Who calls? Raise Sigma. What does the Emperor bid? I will marshal the men. Ready! Let us move! Ich brauche eher das Geld, das die alle kosten. Brauche eigentlich auch kein Mensch. Komm, mach, darfst du Patriarch werden. Warum nicht? Ist ja letztlich wurscht. Haben sie ein paar hübsche Ämter gekriegt. You seek the lady? Honor before glory. Cease, asinine mortal. Do not displease me. Der steht auf Streitwagen, huh? That will incur my wrath. Vielleicht ist gar nicht so schlecht, wenn die Armee auf den Talerbeck nach Westen fährt. Also ja, das hier ist der Reik. Das hier ist auch der Reik, aber das ist der Talerbeck. Ich finde es immer noch bescheuert, dass sie den Reik nicht schiffbar gemacht haben bis Null. Also, es ist ja bekannt, dass der Nullner Hafen so groß ist, dass da sogar Hochseeschiffe anlegen könnten. Beziehungsweise der Reik auch noch breit genug. Macht halt aber kaum jemand. Ja. Die meisten laden in Marienburg oder halt spätestens in Altdorf die großen Schiffe aus und dann geht das mit diesen Flusskähen, wie ihr das dann den Reik oder den Talerbeck hoch. So, die marschieren jetzt auf Ehrengrad. Also weiterhin ist der Hauptplan im Prinzip natürlich Chaos vernichten, wo ich es finde, aber auch ich besetze die Gebiete, die Kislev da verloren hat oder wer auch immer und baue die wieder aus. So kriege ich A, mehr Einnahmen oder und B, ich sorge dafür, dass ständig Gebiete da sind, auf die sich der auf die er seine Agenten verteilen muss. Er kann sich ja konzentrieren
Und seine Truppen verteilen sich eher, weil so viele Ziele da sind. Und quasi, er marschiert zwar vorwärts, aber hinter ihm baue ich wieder auf. Und dann muss er rumdrehen eigentlich. Und dann muss er nochmal angreifen. Dann lasse ich ihn quasi laufen, statt er mich. Bei meiner ersten Kampagne hat das Chaos dafür gesorgt, dass ich versucht habe, mich zu verteidigen. Und bin gelaufen wie ein Hase, immer von links nach rechts. Und dadurch, dass das Chaos aber viel schneller marschiert, habe ich die eigentlich fast nie gekriegt. Und dann haben die nach und nach einfach mein Reich kaputt gemacht. Ich hatte ja noch die Armeen, aber die sind mir weggelaufen, weil ich kein Geld mehr hatte. Und jetzt drehe ich den Spieß rum, ist zumindest der Plan. Ich gehe in den Angriff. Ich sage dafür, dass das Chaos rennen muss. Und ich bleibe in der Kampfgruppe zusammen und besetze die Gebiete einfach immer wieder neu. Das geht natürlich aber auch nur, weil ich jetzt am Anfang sehr zügig die Vampire platt gemacht hatte, dadurch nicht mehr die Gegner in der Flanke hatte und dadurch eigentlich auch sehr wohlhabende Provinzen gekriegt habe, wenn man überlegt, Drakenhof wirft fast 2000 ab, Tempelhof wirft jetzt nicht ganz so viel ab, ist aber auch eine eher kleine Provinz, wobei, sehr klein, aber da ist halt nicht viel zu holen. Ja, 0 wirft 800. For the wisdom of the layer. Da kommt halt im Prinzip nichts bei rum. Ja, doch ein bisschen was. Ja, die können jetzt ruhig mal Steuern zahlen. Ich habe jetzt... Den geht's ja jetzt mittlerweile ganz gut. Warte mal, warum baue ich denn hier eigentlich einen Tuchmacher? Ich wollte doch da ursprünglich eigentlich eine Kneipe bauen, damit die glücklicher sind, oder ne? Was war da, gell? Stimmt, ich wollte das ja dann noch abreißen, wenn das mal Stufe 5 hat. Was es noch ein bisschen brauchen wird. Und dann wollte ich da was anderes hinbauen, wahrscheinlich eine Kneipe. Oh, den hätte ich jetzt beinahe vergessen. Stimmt, aber eigentlich, der kann eigentlich jetzt auch mit nach Süden. Onwards. Dann hätte ich 3 Stacks im Süden, zumindest im Südwesten. 3 richtige Armeen im Norden, plus die Eroberungsarmee, die diesen Besatzungsstreit macht, die ich übernehme, um die Städte zu besetzen. Aber das Chaos haben wir echt ganz gut geschwächt. Das sind nur noch Reste. Die auch. Der hat auch keine große Armee mehr. Den Wager, den haben wir eine Armee zumindest ziemlich hart zerschlagen. No! Die andere ist halt noch voll. Und die haben mindestens eigentlich auch 3 eigentlich, aber im Moment sehe ich nur 2. Cease. Ich würde aber sagen, ich setze mal wieder einen Cut. Bis gleich. Tschüss.